Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute ein etwas ruhiger Andreas, etwas bedächtiger, etwas ruhiger mit einer tiefen Stimme. Ich werde nicht zum Einschlafen bringen, aber ich versuche ein bisschen langsamer zu reden, wobei ich jetzt schon weiß, dass ich irgendwann mal anfange zu beschleunigen. Ja, warum? Weil die Videoclips sollen nicht so lang werden, sonst wird es euch langweilig. Also folgendes Programm. Es gibt Süßigkeitsfanatiker, es gibt Menschen, es ist eine Reaktion momentan, das was ich jetzt gerade mache, Reaktion auf viele Nachfragen, die ich bekomme, und zwar von den zuckersüchtigen Menschen, die sagen, ich schaffe es nicht, von meinen Süßigkeiten wegzukommen. Spaß beiseite, für den einen oder anderen ist es wirklich schwierig. Und zwar, weil er schon als Kind eben immer süß erzogen wurde, immer Süßigkeiten bekommen hat, ohne darüber nachzudenken. Und somit ist natürlich hier der Körper, der Organismus ganz schön manipuliert, ganz schön getriggert Richtung Süßigkeiten, vor allem Richtung Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff im Gehirn und der entsteht nach Süßigkeitszufuhr. Ja. Und diese Botenstoffe, die haben eine Struktur sehr ähnlich wie Drogen. Nur natürlich in einer kleineren Dosierung, aber wenn man regelmäßig hier die Süßigkeiten reinstopft, dann gewöhnt sich der Körper an die Süßigkeiten und der Dopaminspiegel geht nach oben und erfreut sich drüber und sagt, Mann, mir geht mir's gut, haha, ich fühle mich wunderbar mit Süßigkeiten, haha, ich gehe ab wie's Moped. Das Gehirn gewöhnt sich dran und beurteilt alles andere dran, eben nach diesem Süßigkeitsgrad, ob es ihm gut oder schlecht geht. So, was machen wir? Ganz einfach, erster Punkt und wichtigster Punkt, regelmäßige Essen. Essen muss Priorität haben zwischen, je nachdem wann ihr aufsteht, unmittelbar nach der Aufstehenzeit, eine halbe Stunde bis Stunde. Was frühstücken? Wer nicht frühstücken kann, der kann lernen zu frühstücken, aus dem einfachen Grund, der Magen-Darm schläft noch, der Trakt schläft noch, dann isst man halt ein bisschen später, nicht unmittelbar nach 10 Minuten nach dem Aufstehen, sondern eine halbe Stunde, drei Stunden später. Dann in regelmäßigen Zeitabständen Mahlzeiten zuführen, zum Beispiel wenn man um 7 Uhr gefrühstückt hat, könnte man gerne mal zwischen 12 und 1 Mittag essen und um 18 beziehungsweise spät 20 Uhr Abendessen. Wer es nötig hat, wer es braucht, bedingt durchs berufliche Umfeld, beziehungsweise durch berufliche Tätigkeit oder auch Stoffwechseltyp abhängig oder auch eben zielabhängig, weil er im Aufbauphase ist und etwas mehr Nährstoffe braucht wie der andere, weil er heranwachsend ist, auch mehr Nährstoffe braucht, der kann auch Zwischenmahlzeiten zuführen. Aber wenn es geht, immer schön zu regelmäßigen Zeitpunkten, sodass der Blutzuckerspiegel immer schön stabil bleibt, dass wir nicht runtergehen, Unterzucker. Weil wenn wir Unterzucker haben, wenn wir zu lange gewartet haben, bis wir endlich was zu essen haben, dann passiert es, dann seid ihr unzurechnungsfähig. Jawohl, wie jeder drogenabhängig. Wo ist meine Schokolade? Wo ist mein Eis? Wo ist mein Snickers? Wo ist mein Bounty? Haha. Ja, und wenn es dann so weit ist, seid ihr immer zurechnungsfähig. Ihr schnappt euch das Zeug rein, Blutzuckerspiegel schießt nach oben, Dopamine werden freigesetzt und ihr schwebt über den Teppichboden. Fühlt euch wunderbar, euch geht's gut. Aber ihr habt eben Dinge zugeführt, die überhaupt nicht sinnvoll sind, weil es wertlos ist, weil es einfach nur wertlos ist. Und weil ihr immer wieder in die gleiche Falle tappt, Blutzuckerspiegel hoch, wieder runter und keine wertvollen Nährstoffe zugeführt, Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffarm, keine Baustoffe drin, keine gesunde Fette, gar nichts. Genau aus diesen Gründen, Priorität, regelmäßiges Essen, gleiche Zeitpunkt essen und dann natürlich darauf achten, dass die Kohlenhydrate glykämisch niedrige Last sind. Naturbelassen wie möglich, warum? Wegen Blutzuckerspiegel, damit ihr nicht immer Überzucker reinschießt und nachher Unterzucker. Weil dann seid ihr wieder unzurechnungsfähig, obwohl ihr gegessen habt, aber als Falsche gegessen habt. Ja genau, deswegen glykämisch niedrige Last. Die sogenannten langkettigen Kohlenhydrate zuführen, dass ihr einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel habt. Ihr habt einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, weil ihr euch regelmäßig ernährt habt, weil ihr zum gleichen Zeitpunkt ungefähr gegessen habt, weil ihr nicht in den Hungerast reinfallt und weil ihr darauf geachtet habt, dass ihr Kohlenhydrate gegessen habt mit glykämisch niedriger Last. Das heißt, die werden im Körper langsam zu Zucker zerlegt, in kleinen Tröpfchenweise und somit schießt der Blutzuckerspiegel nicht oben raus. Okay. Das war's schon einmal. Und wer dann immer noch Probleme hat mit Süßigkeiten, der muss lernen, damit umzugehen. Auch das ist nicht schwer. Da muss ich halt mal sagen, okay, diese Woche gibt es eben mal nur, anstatt 5 Tafeln Schokolade und 6 Tüten Chips und 25 Bounties, gibt es eben nur noch 10% davon. Jawohl, ich übernehme Verantwortung für mich selber und schiebe sie auf die anderen und sage, jawohl, ich weiß, wie es geht, ich muss mir halt mal an gewisse Regeln halten. Dann habe ich auch nichts zum Rumpinsen. Ich weiß, es war jetzt wieder gemein, es ist aber nicht gemein, aber mein Gott, manchmal ist es eben so. So schwer kann es ja nicht sein, man kann sich doch mal ein kleines bisschen am Riemen reißen oder auch woanders. Wenn man was erreichen will, muss man auch ein bisschen Disziplin mitbringen. So, das war jetzt der Oberlehrer, jetzt kommt wieder der sanftmütige Psychotherapeut mit Räucherstäbchen. Ganz einfach, wenn ihr von den Süßigkeiten die Finger nicht weglassen könnt, dann dosiert sie euch, übernimmt Verantwortung. Eine Tafel Schokolade,
eine Tüte Gummibärchen das ganze Woche verteilt. Schön verteilen, jeden Tag ein bisschen was, in den Kühlschrank die Schokolade, zack, bitte Schokolade dazu, nicht zu viel Zucker drin, Kühlschrank schön kalt, lutschen. Warum lutschen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wie isst man Schokolade? Reinbeißen, runterschlucken, reinbeißen, runterschlucken, reinbeißen, runterschlucken. Der Mund hat ganz wenig Geschmacksstoffe. Jetzt überlistet euch ein bisschen. Die Rippchen rein im Mund und lutschen, lutschen, lutschen. Und dann dauert es ewig und ihr bekommt eine Vielzahl an Geschmacksstoffen. Euer Gehirn wird überschwemmt mit Geschmacksstoffen. Und was passiert? Nach dem vierten Rippchen sagt, okay, reicht mir, ich brauche nicht mehr. Mein Dopaminspiegel ist oben, ich bin befriedigt. Dann habt ihr ungefähr 90% weniger an zuckerlastigen Kalorien zugeführt. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit Gummibärchen machen. So, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich ab und zu ein bisschen sarkastisch bin. Aber manchmal muss man das auch sein als Ernährungsberater, also zwischendurch. Und dann wird man irgendwann wahnsinnig. Und wahnsinnig will man nichts werden, will man nicht werden. Oder man ist einfach zu viel Süßigkeiten, dann wird man auch nicht wahnsinnig. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ganz einfach, so schwer ist es nicht. Ihr macht euch manchmal sehr, sehr schwer. Es gibt schon gewisse Tricks und Kniffs, wie man das am besten in den Griff kriegt. Und genau aus diesen Gründen. Am besten, ihr abonniert meinen Kanal, und zwar YouTube-Kanal. Ja, alles kostenfrei. Nee, ich verlange nichts dafür. Ehrenamtliche, sogenannte Mutter Teresa des Fitnesssportes, Arbeit, Social Network oder bei Facebook, noch besser bei Facebook, in meiner Fanseite. Da gibt es jeden Tag, mindestens jeden Tag eins auf die Ohren. Und vielleicht auch auf die Augen, je nachdem. Das war's, Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness und deine gute, gesunde Ernährung, dein vitaler Körper, deine Ausstrahlung, dein Miteinander, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Das ist meine Aufgabe. Jetzt muss ich mir einen Schalter finden. Oh, da war er.